nachdem das letzte Mal das Ikoria Booster ja doch ganz cool war, ich noch eins besorgt. Gucken wir uns Ikoria nochmal an. Gucken, was hier noch so alles drin ist, was wir noch nicht gezogen haben. Zackenskorpion, 1-1-2. Immer wenn er stirbt, fügt er einem Gegner, jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu und er kriegt 2 Lebenspunkte. Na, stark. Großer Sandwurm, 7-7-7, kann nicht von Kreatur mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden mit 2 Mana Umwandlung. Der war vorher in irgendeinem Set und ich glaube Amonkhet. Glimmerqualle, geil. 2-1-3, fliegend, für 2 Mana könnt ihr ihn tappen. Ist das ein geiles Artwork? Uff. Lavaschlange, 6-5-5, Eile mit Umwandlung. Man in Several, 2-1-4 mit Wachsamkeit. Flüsterwache, die sehen cool aus. 1-1-1, für 2 Mana könnt ihr euer Deck nach einer Karte namens Flüsterwache durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Mischt dann deine Bibliothek, das ist nicht so schlecht. Gefährtenreflexe, 1 Mana, Spontanzauber, eine Kreatur kriegt +1/+0 und man legt eine Erstschlagmarke auf sie. Blutstarre, zerstört eine Kreatur für 4 Mana, ist gut. Und ihr legt eine Bedrohlichkeitmarke auf eine Kreatur. Überall diese ganzen Marken, die da drauf gelegt werden. Ja, Eggeschildkröte 1-0-4. Die Ausdauer der alten Schildkröten. Mhm. Was hast du denn für Augen? Oh mein Gott, stacheliges Krallenäffchen. 3-2-3 Erstschlag. Immer wenn eine Karte umgewandelt wird, kriegt der +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Diese Augen! Oh mein Gott! Dann haben wir einen Knochengrund Laura. 4-4-4 mit 4-Mana Mutation. Und wenn er mutiert wird, könnt ihr eine bleibende Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Leichte Beute, 2 Mana, zerstöre eine Karte mit umgewandten Mana, kostet nur 2 oder weniger. Toll, der ihn. Die Petition von Mundgerecht hängt davon ab, wenn man fragt. Ja, geil. Scharfsicht-Mentorin, okay. 3-1-4, wenn sie ins Spiel kommt, legt eine Wachsamkeitsmarke, oh, diese ganzen Marken. Für eine Nicht-Mensch-Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und für 2 Mana tappen legt man eine +1/+1 auf jede Wachsamkeitskreatur, die man kontrolliert. Das ist gut. Und? Okay, da musste ich jetzt gerade mal. Wow. 2-1-1 fliegend. Kriegt für jede andere fliegende Kreatur +1/+1. Und für 4 Mana könnt ihr noch eine fliegende Katzenspielstein machen. Wow, wie cool. Das Artwork, oh mein Gott, ist das hübsch. Erstens Rare, Bestie, bald. So viel dazu, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.